Fremder, warum laufen Sie durch das Sklavenviertel? Was würde Darth Vader jetzt sagen, hä? Weil ich dein Vater bin, du Arsch! Obwohl wahrscheinlich einfach nur, ich bin dein Vater. Ich suche einen Jungen namens Anakin. Kennen Sie ihn? Was macht er denn eigentlich? Kennen Sie ihn? Kommt er auch wieder ins Bild? Ja, Annie lebt mit seiner Mutter am Rande des Sklavenviertels. La 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 la. Du bist. Booga! Ist der bescheuert? Booga! Jawohl, Alter! Das ist mal ein Stichwort! Zeig dir mal meinen. Bah, nein! Zeig ihm bloß nicht den Booga! Ach, das ist ja echt. Das habe ich gar nicht mitbekommen in Star Wars. Das ist ja echt ein Sklavenviertel, wo der wohnt. Vorsicht! Ein behaartes Monster! Ich bin kein behaartes Monster! Du bist voll mies! Ich renn mal hier weiter. Hi! Ich will mein Haus zurückhaben! Dann. Was geht mit dir? Eine Gruppe von Banditen hat mich aus meinem Haus gejagt. Wo sind eigentlich die Wachen, wenn man sie braucht? Kein diesmal am Ende. Warum hat man sie rausgeworfen? Warum Weil du doof bist, Alter. Warum wohl? Ich weiß nicht. Sie haben mich einfach auf die Straße geworfen. Weil die ein Haus haben wollen. Wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich ihnen helfen? Können Sie mir dabei helfen, diese Banditen aus meinem Haus zu jagen? Weißt du, wenn der dann fragt, ist halt was anderes. Aber was denkst du denn? Wie kann ich ihnen helfen? Was will denn sagen? Ja, Junge, ich will, dass du den die Besitzurkunde bringst. Ja, sicher. Ich werde für sie mit ihnen reden. Ja, warum nicht? Ich werde für sie mit ihnen reden. Sie sind gleich hier, die Treppe hoch. Ja, schön. Das ist ja natürlich nicht so gut. Oder zu doof. Hi! Was wollen Sie? Poppen! Was wohl sonst? Ich würde mich gerne etwas umsehen. Schickes Haus. Verschwinden Sie, ja? Ich verschwinde nicht. Nein, es gibt kein Problem. Ich kann mich gerne umsehen. Es gibt kein Problem. Ich kann mich gerne umsehen. Es gibt kein Problem. Sie können sich gerne umsehen. Mach Lieder. Sehen Sie sich ruhig um. Ja, sehen Sie sich ruhig um. Sicher doch. Soll jemand eine Party machen oder was? Mach ich eine Party? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Raste aus, Junge! Raste aus! Schießt ihr auch? Sehen Sie sich ruhig auf. Es gibt kein Problem. Ja, ihr seid doch alle bekloppt, Alter. Ich könnte auch runterspringen. Es gibt kein Problem, Junge! Und dann denken die alle, ja sicher! Das hat die gar nichts mehr! Kriegen die aus dem Maul! Oh, danke! Die wollten mir alles wegnehmen, was ich habe. Ja, ich hab denen das weggenommen, was denen am liebsten ist. Kommen Sie in meinen Laden. Kommen Sie in meinen Laden. Was hat denn? Kein Alien-Sex! Eklig! Ich schulde Ihnen was. Wenn es irgendetwas gibt, das Sie brauchen, so lassen Sie es mich wissen. Ob es irgendwas gibt, was Sie rauchen? Ein T14-Antriebsvibrator. Natürlich doch, Enemy. Ich suche einen T14-Antriebsgenerator. Ich glaube nicht, dass ich so etwas bekommen kann. Aber wenn Sie sonst etwas brauchen, fragen Sie mich einfach. Vielleicht kann man ja ein Tauschgeschäft arrangieren, Junge. Ich gehe mal wieder zurück hier. Das wäre eine schöne Sache. Ach, guck mal, die sind abgehauen. Sauer. Das hat ja auch lang genug gedauert. Ich hoffe, Sie haben nichts kaputt gemacht. Naja, trotzdem danke, dass Sie diese Banditen verjagt haben. Was ist denn für ein Arsch, Alter? Das hat ja auch lange gedauert. Ja, geh mal weg hier. Ich hoffe, Sie haben nichts kaputt gemacht. Junge, ey, jetzt doch mal runter. Was hauen die nicht alle? Was ist das denn hier? Hallo? Bitte, was? Kannst du was anderes sagen? Sprich Deutsch! Sprich Deutsch, du Arsch! Sagt er noch was? Bukaya Kabayuma? Ich verstehe das nicht. Und doch, was auch noch? So, wo ist denn jetzt Anakin hier? Junge, sag mir, wo Anakin ist. Sonst hol ich ihn hier raus. Und trete er in den Arsch. Der ist nicht hier. Bukaya Kabayuma? Ich geb dir gleich einen in deine. Weiß ich nicht. In irgendwas? Ist hier irgendwas? Hallo? Junge, wo ist denn die Tür hier? Zum Klopp bei. Oh, guck mal, hier kannst du rum. Oh ja, cool. Wow. Super. Beste Spiel aller Zeiten. Nee. Junge, was willst du denn? Hallo. Jubel mich hier nicht an. Das mag ich gar nicht. Ach, guck mal, hier geht's rein. Oder auch nicht. Hätte ja glauben können. Oh, wer ist das denn? Junge. Ich will mit dir reden. Sie scheinen sich in den Sklavenquartieren verlaufen zu haben. Kann ich Ihnen helfen?
Oh, ja, sicher doch. Suche AMT-14 Antriebsvibrator. Schwein! Bam! Sicher doch. Ich bin Qui-Gon, an jede Ritter im Dienste der Republik. Warum spreche ich das nach? Der Typ macht das doch sowieso. Der Junge namens Anakin. Ich bin Qui-Gon Jinn, ein Jedi-Ritter im Dienste der Republik. Ich suche nach einem Jungen namens Anakin. Anakin ist mein Sohn. Er und ich sind Watos Sklaven. Ich glaube, im Moment arbeitet Anakin an seinem Podracer. Oh, die sagt ja auch Anakin. Junge, der Arm hat bestimmt auch Streit mit seiner Mutter. Das heißt Anakin, nicht Anakin. Bist bekloppt, Junge. Können Sie mich zu Anakin... Zu Anakin bringen? Ja, sicher. Können Sie mich zu Anakin bringen? Nö. Ja, aber wenn ich Ihnen helfe, müssen Sie meinem Sohn helfen. Ja, das ist ein faires Geschäft, Junge. Sicher machen wir das. Du führst mich wohin und ich besieg Sklavenhändler. Reden Sie weiter. Mach mal doch. Ich will nicht, dass er für immer ein Sklave bleibt. Können Sie einen Weg finden, um Anakin zu befreien? Um Anakin zu befreien? Oh mein Gott, ich hab was. Ich hab gerade meine Flasche so ein bisschen ausgekippt. Vollen Fuß reingestellt, damit das weniger wird. War keine schlaue Idee. Ja, ich werde den Planeten nicht eher verlassen, bevor Anakin frei ist. Ja, doch. Ja, ich werde den Planeten nicht eher verlassen, bevor Anakin frei ist. Freut dich das? Danke, Qui-Gon. Folgen Sie mir. Ja, guck mal, du hast einen richtig harten Weg, ne? Die ist... Ja, super, die ist tatsächlich... Der ist hier drinne, Junge! Ich schattert! Der kleine Wurm! Das kriegst du aus dem Auge! Hallo! Hallo! Sieht voll creepy aus. Du musst Anakin sein. Ich habe schon viel von dir gehört. Das heißt Anakin! Du musst Anakin sein. Ich habe schon viel von dir gehört. Sie sind ein Jedi, nicht wahr? Alle Jedi-Ritter tragen Laserschwerter. Aha. Hm, die Macht ist stark in dir. Pedo! Was machst du da? Hä, was machst du da? Kannst du mir dabei helfen, Watto zu finden, oder was? Will Watto sehen hier. Kannst du mir dabei helfen, Watto zu finden? Watto hat für jedes Schiff die passenden Ersatzteile. Ich kann sie zu seinem Laden bringen. Danach habe ich gerade gefragt. Können Sie mich ihm vorstellen? Können Sie mich ihm vorstellen? Vielleicht. Aber warum sollte ein Jedi Hilfe benötigen? Weil er dumm ist. Hm, die Macht ist stark in dir. Pedogelaber, Attacke! Hm, die Macht ist stark in dir. Das war wirklich Pedo. Stark genug, um ein Jedi zu werden? Ja, sicher. Hier ist dein Laserschwert und deine Dienstmarke. Kann ich anfangen? Ich muss mein Schiff reparieren, Anakin. Kannst du mir helfen? Nein, nicht wirklich. Ich muss mein Schiff reparieren, Anakin. Kannst du mir helfen? Wir das Thema ignorieren oder sagen, nö. Du hast für jedes Schiff die passenden Ersatzteile. Ich hast kann du sie schon zu gesagt, Namen Junge? Gibt's doch gar nicht. Können Sie mich ihm vorstellen? Können Sie mich ihm vorstellen? Folgen Sie mir. Wir gehen über den Schrottplatz. Das geht schneller. Wow, what the? Alter, ist der schnell, ey. Sagte sie. Ja, das ist super. Alter, ist der schnell. Oh Gott! Oh Gott! What the hell? Was ist das? Alter Junge, das ist ja krank hier. Geh mal weg, Junge! Ja, was habt ihr denn? Ah! Bin ihr ins Hirn gekackt? Ihr wollt den Blaster echt unbedingt beschützen. Dann nimmt den doch einfach! Baller mich hier kaputt! Junge! Gibt's doch gar nicht. Stehen hier einfach, fang an zu ballern! Ihr blöden Schweine! Guck mal, ob ich jetzt neue Leben finde, denn die kann ich jetzt mal wieder gebrauchen, na? Folgen Sie mir! Jawohl, tu ich da! Kommen Sie schon! Ja, alles gut. Lol, ist das Ding jetzt... Ja, ich passe da nicht durch! Du dünne Sau, du! Sie sind ziemlich lahm für einen Jedi! Deine Mutter ist lahm für einen Jedi! Was soll der Scheiß? So ein Palaver hier! Kann ich hier... Kommen Sie schon! Nein! Verdammte Kacke hier! So kann ich hier irgendwie Zeugs machen. Wenn ich eben hier da, was soll das? Was soll das denn? Kommen Sie schon! Kann ich kaputt machen? Oh, oh, oh! Junge! Alter, den wollte ich nicht kaputt machen! Das ist natürlich nur ein Witz gewesen hier! Hör mal, geh mal weg hier! Kloppt oder so? Kommen Sie schon! Ja, sei jetzt ruhig. Ich würde mich bitte gerne mal umschauen. Wäre das möglich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Was ist das für ein Typ? Ist der bekloppt?
Kann ich ihn kaputt hauen? Ich kann ihn kaputt hauen. Bestimmt, pass auf, Alter. Ich schmeiß kaputt da oben drinne. Oh Gott. Oh Gott. Raus hier. Ich gehe einfach. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. So, schön über den Schrottplatz. Der scheint ungefährlich zu sein. Wo muss ich den jetzt lang? Bestimmt da hoch. Nein, bestimmt natürlich nicht. So, wo geht's lang? Da geht's lang. Kavusch. Upsi, wo kam das denn her? Und Kavusch. Was für ein toller Schrottplatz. Richtig Adventure-mäßig hier. Oh, guck mal, Leben. Ja, jai, Alter. Denn ist ja richtig gut hier. So, komm ja wieder zurück. Das wäre vorteilhaft. Aber ich kann hier einfach hochrennen. Okay, dann ist ja alles gut, ne? Folgen Sie mir. Ja, ist ja gut jetzt. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, Alter, hier bricht alles zusammen. Ist ja ein richtiger Schrottplatz hier. So eine Scheibe. Junge, Alter. Oh Gott. Nix da. Bist du bekloppt? Hier, kriegst du den hier, deinen Zucchini. Oh Gott. Oh Gott, werf nochmal. Ich verliere Leben. Ich verliere Leben. Ich verliere Leben. Kill den. Kill den. Hallo. Kill den. Ey, jetzt ist aber... Er ist gekommen. Warum stirbt der nicht, Mann? Was geht denn mit dem? Der steht hier, interessiert auch gar nicht. Und wir statt Jar Jar Binks kämpfen. Doch, den kennen wir schon. Ich dachte, irgendwie, den kennen wir doch gar nicht bis zu dem Teil der Serie. Ich hätte mal speichern sollen, ne? Gehen Sie besser zur Seite, Mann. Hier beginnt gleich ein Preiskampf, wie Sie ihn noch nicht gesehen haben. Ja, ich dachte gerade, der hätte mich angemotzt oder sowas, weil ich sein Druiden da. Junge, verpiss dich hier! Was willst du denn? Die wollen mich schon wieder schubsen. Du bist ja bekloppt, ne? Hi! Alles gut, meine Herr? Fatty McFettsack? Qui-Gon! Ja, ich rede mit ihr. Kleinen Moment. Hallo! Ich bin ja so erleichtert, sie zu sehen. Ja, du bist vorgerannt. Entschuldige bitte. Wo ist Jar Jar? Lassen Sie mich raten. Jar Jar hat beschlossen. Achso, Jar Jar hat auf sie geschossen. Allein loszugehen wird sie vermutlich verlaufen haben. Lassen Sie mich raten. Jar Jar hat beschlossen, alleine loszugehen. Er wird sich vermutlich verlaufen haben. Er ist irgendwo auf dem Marktplatz verschwunden. Diese Sau! Ja, sicher. Ich werde Ihnen dabei helfen, Jar Jar zu finden. Lass ich ja doch. Ich werde Ihnen dabei helfen, Jar Jar zu finden. Ich bin durchaus in der Lage, Jar Jar allein zu finden. Sie sollten nach diesem Anakin suchen. Woher weißt du denn von Anakin? Aha. Steckt ihr etwa alle unter einer Decke? Dann gib mir meinen Vibrator. Den brauche ich fürs Schiff. Sonst vibriert das Ding doch nicht. Wie sollen wir durchs ganze Universum schiffen, wenn das Ding nicht vibriert? Weißt du, wie langweilig sowas werden kann? Jetzt guck mir nicht so an, ja. Haben Sie etwas herausgefunden? Haben Sie irgendetwas herausgefunden? Einige der Einheimischen haben mir von einem Jungen namens Anakin erzählt. Er könnte uns vielleicht weiterhelfen. Ah, okay. Reden Sie weiter, ich höre Ihnen zu. Das war schon alles, was die zu sagen hatte. Reden Sie weiter, ich höre Ihnen zu. Anakin kennt einen einheimischen Schrotthändler namens Watto. Das habe ich auch raus. Ach, danke. Dafür hörst du auf zu reden. Ich kenne auch jemanden namens Watto. Der nervt mich hier schon die ganze Zeit. Hör mal. Ach, guck mal, da ist ein Leben. Oh. Okay, das brauche ich nicht. Sie verfügen bereits über maximale Lebensenergie. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, ich helfe mir hier, deinen Sohn zu finden. Ne? Nennen Sie den Grund Ihres Erscheinens. Du klingst, als hättest du dir in die Hosen gekackt. Ich suche einen T-14-Antriebsgenerator. Sie haben keine Zugangsberechtigung. Bitte verlassen Sie sofort diesen Bereich. Ja, alles klar. So, warte mal, ging es hier nicht irgendwie anders rein? Da hinten links. Ja, ja, gut. Guck mal. Ich helfe deinem Sohn. Keine Sorge, aber ich will nicht nochmal durch das Gespräch durchgehen. Sie schäf ich deinem Sohn. Dann hauen wir dem Monster Big auf die Fresse. So dass er nicht mehr weiß, was vorne und ihn denn ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn rennen muss.